Lustig, lustig, tralalalalo. Heute steht der Charlie ohne Kliweido. Was? Zeiten. 4 Wochen ohne Kliweido. Ohne. 4 Wochen nüchterne Weihnachtsvorfreude. Das kannst du dein erstes Geschenk nicht ausgleichen. So arbeitslos waren wir leider noch nie an Weihnachten. Ich guck wehmütig vom Bäcker Bormut nimmer auf dem Marktplatz und sehe und riech nix. Keine gebrannte Mandeln, kein Lebkuchen, kein Wurst, kein ihr Kinderlein kommet geklimper und vor allem kein Glühweingeruch in meinem Stubsnäschen. Was eine Armut dies Jahr. Und allein daheim Glühwein schlabbern ohne das Geschwätz und die Sprich von meinen Kumpels und Bekannten, das ist ja auch nicht so prickelnd. Aber da muss ich jetzt durch. Bleibt einiges anders übrig, wenn ich da nun guck. Ich muss wohl oder übel auf die Sprich warten bis Januar, bis unser Oberbürgermeister seine Neujahrsansprache hält. Und wieder alles und jeden Lob, der bei drei nicht auf dem Baum ist und alles so schön schwätzt, dass es am schwindelig wird. Unser Oberhaupt, dem sei Rett, sagt nämlich immer so viel aus, man muss es einfach mal so metaphermäßig vorstellen, wie wenn ein Fußballreporter im Radio 1,5 Stunden über den grünen Rasen schwätze und kein Wort über das Fußballspiel verlieren tät. So muss man sich das vorstellen. Gerade heute Morgen wieder, sogar im Fernsehen, beim Morgenmagazin heute Morgen, unseren Chef, der Reiser und der Patsch im MoMA, Morgenmagazin. Und da hat es aber Schläge da in die Glotze. Da ist es um die Digitalstadt gegangen. Und was man alles schon digital kennte, wann man es kennte. Im Ranking werden wir ja digital deutschlandweit ganz weit vorne. Kein Wunder, das hat ja auch unsere Hochschule gemacht und die muss ich ja auch analog bis sie erkenntlich zeichnen. Bei unseren Großkopferten gut, in der Verwaltung und in der Infrastruktur und im Verkehr und man weiß nicht, wo noch geht es noch ein klar bisschen klemmen. Aber sonst wären wir schon spitze und wir hätten eine gute Strategie und da sind wir ja besonders gut. Was mir schon alles für Strategie hat, und dann sage Visionen, ich sage Strategie, ich habe ja wieder so für mich im Stille gedacht, wie ich es so gehört habe, das Einzige, was ich unser zwei Schönste gern vorhalten lasse, ist ein Mikrofon. Weil ich jetzt gerade beim Bormut bin, da beim Bäcker, ich werde mal mit dem Chef schwätzen und ich werde ihn mal fragen, ob ich mal in die Backstube darf und neben seine Renner Roggenkante und Roggenknorren noch was weiteres kreieren darf. Ich back mir einfach ein neues Magistrat. Und ich fange gerade bei denen zwei an, die in ihrem Titel das Wort Meister tragen. Da will ich mal was Neues backen. Bis jetzt haben wir ja im Angebot nur das OB Majoreslabsche, so ein unerfränkische Gutsherrenleib. Und den Reiser Odewald Ciabatta, der auch nicht gerade der Reiser ist. Ich will mal gucken, vielleicht ein bisschen was Leichtes. So ein Gourmet-Stängelchen, so ein bisschen süß, Brioche für alle, wo man nicht so lang drauf rumkauen muss. Wo man schon beim Neubeißen merkt, das ist was Feines. Weil ich ja auch weiß, wir Heuner brauchen Stabzucker. Viel Stabzucker brauchen wir. Nicht so zwei Hadriel, die schwer verdaulich sind. Aber bleiben wir doch gerade mal noch ein bisschen bei unseren zwei Freunden. Großherzog Jochen und sein Jünger Raphael von der Schwarzen Front, weil was die zwar so alles vormachen, was die sich selber vormachen, das macht denen so schnell keiner nach.
Wir haben es gerade wieder jetzt im Moment, haben wir es wieder mitgekriegt, wie es um die Neubaustrecke für die ICE gegangen ist. Der OB hat gesagt, durch die Siedlung und ein bisschen an weiter kratzen ist die beste Lösung. Ganz begeistert war er. Darüber freue ich mich sehr. Und Raphael war erst still und dann hat er gar nichts mehr gesagt. Dabei hat er noch vor ein paar Jahren so was von sich gegeben, da war er, glaube ich, noch Fraktionsvorsitzender. Darmstadt darf nicht schwach werden. Wenn der Bahnchef, das war damals da der Sprichbeutel Medorn, wenn der ein harter Hund ist, dann lasst uns schlaue Füchse werden. Boah, so der Raphael von sich gegeben. Da will ich mich aber jetzt nicht weiter drüber äußern. Und im Patsch, seine Partei, hat 2016 im Kommunalwahlprogramm, glaube ich, gestanden, dass die Grünen stolz und unerbittlich eine Vollanbindung fordern. Und jetzt ist unser OB happy über den Bypass und gibt nichts mehr auf sein Geschwätz von gestern. Aber es ist ja scheinbar alles gut. In der Darmstädter City-Zeitung auf jeden Fall gibt es nur die höchste Lobestöne für alles, was in der Stadt unternommen wird. Bei dem Herausgeber allerdings, da unser Marketingverein, ist ja auch der OB im Vorstand und ist auch noch Aufsichtsratsvorsitzender. Ist doch alles klar, oder? Jetzt war wieder ein goldiger Bericht in der letzten Ausgabe. Ich habe mich ja so gefreut darüber, dass Luisensender wird umgebaut und aufgemotzt. Und die Stadt mietet sich ins Luisensender jetzt euch. Diese Tatsache habe ich überschrieben, dass Luisensender macht sich zukunftsfit. Da soll im Reiser sein Ordnungsamt neu und das macht der Sender dann zukunftsfit, wenn ich mich fortschmeiße. Mit 125 Leuten, die ich da schaffen soll und natürlich auch noch ein bisschen für die Bücher. Aber es kommt ja noch besser. Sie planen schon jetzt einen großzügigen Wartebereich mit der vermutlich längsten Bürgerbank Deutschlands. Steht textlich dort drin. Und da laufen denen noch nicht einmal die Lachträne über die Backe. So Wartebänke kann man nämlich fast in alle Ämter von der Stadt, nur sind sie dort halt kürzer. Aber auf dem Foto von dem Spatenstich, hatten sie sich aufgestellt, da die Herrschaften, sind mir dann die Freudeträne über die Backe gelaufen, wie ich nämlich den verantwortlichen Herrn ihr Titel gelesen habe. Einer von denen abgebildeten Männern ist nämlich ein, ja, es ist Director Asset Management LaSalle. Der Honor ist Member of Management Board GLL. Und der nächste sogar ein Team Leader Shopping Center Management Germany MVGM. Ich hatte erst gedacht, die Abkürzungen, die stehen für eine neue Mutation für den Coronavirus. Aber na, ich hätte ja dann mir überlegt, bei der Bäuermeister, der Oberbäuermeister, hätte sie auch was anderes davor schreiben können. Ich hätte zum Beispiel für den Reiser geschrieben, der Non-Profit Manager of Wastewater. Und für unseren OB hätte ich vielleicht der Chief Officer mega wichtig hier geschrieben. Schöne Weihnachten, ihr Liebe, wünsche ich euch trotzdem. Und ein herzlicher Dank an Diogo Druckers, dass der uns da räugeln lassen hat. Alles Gute.